Kommst du mal bitte? Ich bin gleich zurück. Lass mal. Mensch, das ist doch deine Party. Damit kannst du voll aufdrehen. Danke. Wir gratulieren dir zu deiner ersten eigenen Wohnung. Dankeschön. Ah, das Ehepaar Groddeck. Was verschafft mir die Ehre? Ich will jetzt endlich von dir wissen, wozu du dir am Abend, als Silke starb, Atropin geholt hast. Du hast doch mit her herumexperimentiert. Komm, komm, Quatsch. Hey, komm. Komm, lass das. Du willst mir doch nur deine Fehler anhängen. Ich habe keine Zeit für derlei Späße. Das kann ich mir vorstellen. Du hast jetzt die Station für dich allein. Glaubst du, ich gehe über Leichen? Ja, das würde mich nicht wundern. Rüdiger, jetzt sag endlich, wozu du dieses Atropin gebraucht hast. Ich hatte Magenkrämpfe. Wahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung. Sonst noch Fragen? Nesrin, das sind Herr und Frau Zöllner von Dr. Ergün. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Ist es schon mal zu sich gekommen, seit Sie uns angerufen haben? Mach denn sowas? Rolf, du doch keiner Fliege was zu leide. Uns wäre ihm das nie passiert. Hat man die Kerle schon erwischt? Nein, die Polizei sucht noch nach Ihnen. Wie schlimm steht's denn mit ihm? Wir hatten die Befürchtung, dass seine Nieren etwas abbekommen haben, aber die sind Gott sei Dank in Ordnung. Sein Handgelenk ist gebrochen und er hat schwere Prellungen an den Rippen und am rechten Bein. Warum wird er denn nicht wach? Durch die Schläge hat sich Flüssigkeit im Schädel angesammelt und die drückt auf die vitalen Funktionen im Gehirn. Können Sie denn gar nichts dagegen machen? Wir geben ihm Kortikosteroide. Wie lange wird er denn noch so da liegen? Das kann man nicht wissen. Wenn Rolf wieder zu sich kommt, ist er dann noch normal? Wir haben ein EEG gemacht und die Hirnfunktion ist in Ordnung. Gott sei Dank. Wenn er allerdings noch lange im Koma liegt, kann sich das ändern. Du musst wach werden. Junge. Ja, guten Tag, Herr Dr. Löwitz, Groddeck. Ja, hallo, Herr Dr. Groddeck. Sagen Sie mal, haben Sie denn jetzt einen Verdächtigen auf der Liste der Abnehmer finden können? Nein. Sagen Sie, könnte vielleicht ein Mitarbeiter des Labors oder der Produktionsabteilung das EZTP entwendet haben? Ja, alles ist möglich. Werden die Mitarbeiter eigentlich überprüft? Bei der Einstellung, ja. Und könnten Sie eine interne Untersuchung durchführen lassen? Auch das ist möglich. Kostet nur eine Menge Zeit. Wie lange würde das dauern? Mindestens einen Monat. Sagen Sie, hat Günter Bach eigentlich überall Zugang zum Labor und zu der Produktionsabteilung? Ja, ist der Sohn des großen Bosses, natürlich. Aber was sollte er für ein Interesse haben? Gut, Herr Dr. Löwitz, dann
vielen Dank erstmal und ja. Ja, tut mir leid, dass ich Ihnen da nicht weiterhelfen kann, ja? Also, tschüss. Was ist passiert? Als ich heute Morgen kam, um beim Aufräumen zu helfen, musste ich sie wachrütteln. Sie fühlte sich erschöpft. Die rechte Hälfte ihres Gesichts scheint irgendwie gelähmt zu sein. Blutdruck? 90 zu 50. Nimmt sie Medikamente? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, der Blutdruck ist viel zu niedrig. Wissen Sie, ob sie Drogen nimmt? Das ist in unserer Klinik streng verboten. Rosa. Hallo, Rosa, wie fühlst du dich? Ach, mein Kopf tut weh. Rosa? Und hier habe ich so ein komisches Gefühl. Ist das ernst? Weiß ich noch nicht. Wir werden Blut abnehmen und sie danach neurologisch untersuchen. Rosa. Da ich jetzt wieder in Deutschland wohne, möchte ich gern wieder selbst für Lena sorgen. Du kannst sie uns aber nicht so einfach wegnehmen. Ich möchte noch ein bisschen von ihrer Jugend miterleben. Ich finde das nicht gut, dass ich Lena dann wieder auf eine neue Situation einstellen muss. Genau, sie geht hier zur Schule. Sie hat hier ihre Freunde, sie hat sich an uns gewöhnt. Lena ist kein Kind mehr. Und in ein paar Jahren geht sie sowieso ihre eigenen Wege. Aber Frank, jetzt braucht sie uns noch. Was hältst du denn davon, wenn sie dich am Wochenende besuchen würde? Ich will sie jeden Tag sehen und mich richtig um sie kümmern. Und was mit deiner Arbeit? Du hast doch gar keine Zeit für sie. Ihr seid doch auch berufstätig. Frank, ich möchte dir jetzt in aller Deutlichkeit mal etwas sagen. Du hast dich doch nie um deine Tochter gekümmert. Wieso jetzt? Tja, weil ich im Ausland gearbeitet habe. Genau. Und darum hat ihre Mutter mich gebeten, für Lena zu sorgen. Aber ich bin ihr Vater. Aber bisher war dir deine Arbeit immer wichtiger. Die Situation hat sich geändert. Nicht für mich, Frank! Mario. Nein, ich will nichts mehr davon hören. Lena bleibt bei uns. Hast du etwa Ecstasy genommen? Wenn du nicht ehrlich zu mir bist, dann kann ich dir nicht helfen. Ich konnte doch nicht wissen, dass sowas passiert. Warum glaubst du, verbieten wir diese Dinge? Hast du das Zeug etwa von Kai bekommen? Und von wem dann? Wir können uns in der Klinik keine Dealer leisten. Ich weiß nicht, von wem. Warum machst du denn sowas? Hör doch auf. Es schluckt doch jeder mal so ein Ding. Aber es ging dir doch gerade so gut. Und du hast jetzt eine eigene Wohnung. Das wolltest du doch so gerne. Ist doch toll von dir, dass du dafür gesorgt hast. Darf ich jetzt schlafen? So reißt du uns beide rein. Wenn die Leitung davon Wind bekommt, dann kannst du dir die Wohnung abschminken. Ich gehe sowieso weg. Allein schaffst du es nicht. Die Himmels wollen mir helfen. Die haben dich damals auch ganz schön sitzen lassen. Oder hast du das vergessen? Denen warst du viel zu lästig und dann haben sie dich in unsere Klinik gesteckt. Ich will jetzt schlafen. Wird schnell wieder gesund. Na du? Dein Vater macht jetzt ein Nickerchen im Hotel. Braucht viel Ruhe, weißt du? Und du? Liegst du eigentlich gut? Komisch. Meistens ist Rolf derjenige, der endlos redet. Haben Sie viel Kontakt zu ihm? Das letzte Mal an Weihnachten. Die beiden geraten ja häufig aneinander, Rolf und sein Vater. Sein Vater meint es gut, aber Rolf hat ihm seinen eigenen Kopf. Tja, zum Glück. Er wollte, dass Rolf bei uns im Dorf bleibt, aber so einen Jungen kann man ja einfach nicht halten.
Wie geht's ihm? Keine Veränderung. Peter, das ist Frau Zöllner, Rolfs Mutter. Peter Lenz. Hallo, danke. Der Doktor hat mir erzählt, dass Sie dabei waren, als es passiert ist. Ja. Aber ich bin leider zu spät gekommen. Rolf. Sind Sie schon lange mit Rolf befreundet? Nein, nein, erst seit kurzem. Peter, warst du eigentlich noch mal bei der Polizei? Ja, ich habe mir stundenlang Fotos angesehen. Ja, und? Ja, ich habe ja nur einen von diesen Typen richtig gesehen. Und der war natürlich nicht dabei. Ja, sie werden sie bestimmt erwischen. Und so lange verprügeln diese Typen fröhlich jeden Abend ein paar Schwule. Die Typen, die Schwule verprügeln? Peter. Naja, das sind doch Waschlappen. Die ziehen doch nur in der Gruppe los. Und wenn sie einen Schwulen alleine treffen, dann prügeln sie ihn zusammen. Oh, verdammt, Sie wussten nicht, dass Rolf... Wenn das sein Vater hört. So eine interne Untersuchung ist doch wunderbar. Ist Grodek wieder ein Weilchen beschäftigt. Was bringt uns das noch? Günther muss sich irgendwie erklären. Nein, dann geht er für 20 Jahre ins Gefängnis. 8 Jahre höchstens. Das sind 8 Jahre zu viel. Möchten Sie die Sache lieber selbst ausbaden? In 8 Jahren hat man jetzt Medikament Millionen eingebracht. Dann bekommt Günther auch seinen Teil. Ja, hat er für den Rest des Lebens ausgesorgt. 8 Jahre. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen ihn zwingen, das zu akzeptieren. Er hat schließlich die tödliche Spritze gegeben. Von wem hat er das Gift bekommen? Wer hat es geliefert? Wenn wir nichts unternehmen, müssen wir alle drei den Kopf hinhalten. Günther ist mein Sohn. Hab ich denn alles umsonst gemacht? Das kann ich ihm nicht antun. Wollen Sie das hier alles aufgeben? Rosa. Es sind Strychninspuren in deinem Blut gefunden worden. Hast du irgendwas geschluckt? Rosa, nimmst du Drogen? Es war das erste Mal. Und das letzte Mal will ich hoffen. Hältst du es wirklich für vernünftig, alleine zu wohnen? Felix sagt, dass ich es schaffe. Ich bin doch auch immer zur Therapie gegangen. Bist du sicher, dass du stark genug dafür bist? Ja. Als ich bei euch war, wusste ich überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Aber jetzt bin ich erwachsen. Ich suche mir eine Arbeit. Ich will selbst für mich sorgen. Wenn du Hilfe brauchst, musst du es uns wissen lassen, ja? Wir sind immer für dich da. Was passiert, wenn Rolf nicht wach wird? Sag doch sowas nicht. Das ist doch wahr. Das hört man doch jetzt immer. Menschen, die jahrelang im Bett vor sich hin vegetieren. Kann das Rolf auch passieren? Wir können nur abwarten und hoffen. Wir sind bei dir. Rolf, kannst du mich hören? Rolf! Haben Sie gesehen? Er kommt zu sich. Papa. Ja, ich bin da. Und deine Mutter ist auch hier. Hallo, Mama. Oh, mein Junge! Die wollen das ganze Pflegepersonal befragen. Wer mich wann und wo an dem besagten Abend gesehen hat. Ja, und wen? Was beweist denn das? Ich habe keine Lust mehr, für euch den Kopf hinzuhalten. Ich gehe zur Polizei. Ja, dann erklären Sie ja auch, wer diese Injektion verabreicht hat.
Aber ich wusste noch nicht, was da drin ist. Haben wir Ihnen gesagt. Aber doch nicht, dass das Zeug tödlich ist. Vater! Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn Sie gestehen. Was? Hören Sie mir zu. Werden Sie für eine Weile in den Knast müssen. Seid ihr jetzt am Überschnappen? Als Gegenleistung bekommen Sie von der Pharmakomet 6 Millionen Mark. Auf ein Schweizer Konto, Günther. Was hab ich davon, wenn ich im Knast sitze? Weil das ist, wie es ist! Ich habe mich gerade mit Leni versöhnt. Wir haben, wie man weiß, 2 Kinder. Vergiss es. Vergesst es beide. Günther. Tja. Was habe ich Ihnen gesagt? Auch ich. Muss überlegen. Was ist denn mit einer der ausländischen Filialen? Brasilien zum Beispiel ist doch schon weit weg. Macht er nicht. Wenn Günther nicht geht, dann sind wir dran. Schön, dass du wieder bei uns bist. Pass mal auf. Nächste Woche bringe ich schon wieder die ganze Station durcheinander. Na, klasse. Also dann bis morgen. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, ich muss auch los. Frau Lenz? Ah, Frau Ergel. Für Sie immer noch Frau Dr. Ergel, Schwester Katja. Ja. Können Sie Frau Lenz vielleicht gleich mit hochnehmen? Weil ich muss jetzt los. Ich habe schrecklich viel zu tun. Ah, tschüss, Rolf. Tschüss. Na, volles Haus gehabt? Die ganze Station war schon da. Du musst dich aber noch schonen. Ärztliche Anweisung. Ich habe ja gar nichts vor. Außerdem tut mir noch alles weh. Naja, im Koma liegen hat auch seine Vorteile. So bist du mir aber lieber. Na, ich gehe mal wieder. Und immer schön üben, ja? Wie ihr seht, brauche ich diesen Eisklotz gar nicht. Wen meinen Sie denn? Na, Schwester Katja. Ich gehe lieber mit Ihnen. Lass es nicht zu spät werden. Ach nee, tschüss. Geht schon wieder. So. Aua. Sei doch nicht so schüchtern. Nesrin hat mir erzählt, du hättest stundenlang an meinem Bett gesessen. Mhm. Das war doch Ehrensache. Ich hatte solche Angst um dich. Unkraut vergeht nicht. Ich finde es übrigens ein bisschen unpassend, gleich am Anfang einer Beziehung in Ohnmacht zu fallen. Du, ich habe übrigens deine Mutter getroffen. Ja, also, meine Eltern wissen gar nicht, dass ich schwul bin. Das habe ich gemerkt. Deine Mutter weiß es jetzt. Hm. Na, meine Damen, ich wollte nicht mehr bald schlafen gehen. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Ach, hast du immer schön brav die Zähne geputzt? Hat sie. Ja? Zeig mal. Das sieht doch ganz gut aus. Kommst du morgen bei mir vorbei und erzählst mir, wie es war, ja? Ja. Und jetzt? Ja. Komm. Papa? Ja? Bleibst du jetzt wieder bei uns? Lass dich mal überraschen. Ach, gehst du bitte ran. Ja, Bach? Hör zu, es ist wichtig, dass du sofort Deutschland verlässt. Ich denke doch gar nicht daran. Du wirst in Sao Paulo leben. Wir haben dort eine Filiale. Dreifaches Gehalt, okay? Damit willst du doch nur erreichen, dass ich meine Schuld zugebe. Willst du, dass Groddeck dich anzeigt? Hör mal zu, ich habe in deinem Auftrag gehandelt, ja? Günther, bitte. Bitte, du musst morgen weg sein. Nein. Dein Ticket ist schon hinterlegt. Ich bleibe hier bei Leni und den Kindern.
Im Gefängnis bist du sie los. Ach, kümmere dich doch um deine Sachen. Dann können wir ihm auch nicht mehr helfen. Was ist? Was machst du für ein Gesicht? Warum sagst du nichts? Ich möchte dich nicht mit meinen Problemen belasten, Leni. Nein, Günther, wenn wir noch mal von vorne anfangen wollen, dann musst du wirklich offen zu mir sein. Na gut, also mein Vater möchte, dass ich zur Pharmakofiliale nach Sao Paulo gehe. Für sehr viel Geld. Und? Ich habe ihm gesagt, dass ich hier bleiben möchte. Bei euch. Leni, du hast mir sehr gefehlt. Dich? Ich habe immer noch Kopfschmerzen, aber das Gefühl in meiner Wange kommt wieder zurück. Ja, da hast du doch mal Glück gehabt. Aber bitte, lass künftig die Finger von diesem Zeug. Ja. Du hast doch irgendwas, Rosa, das sehe ich dir doch an. Sag doch, was los ist. Mir kannst du doch alles erzählen. Ich will dir doch nur helfen. Hallo. Hallo. Geht's dir schon besser? Ja. Muss sie denn dann noch hier bleiben? Ja, in diesem Zustand kann sie nicht allein für sich sorgen. Hm. Ich habe Zeit, ich kann ihr helfen. Du kannst doch zu uns kommen, um dich auszukurieren. Ich halte es für besser, dass Rosa versucht, so bald wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen. Ich will in meine neue Wohnung. Dann hole ich dich heute Nachmittag ab. Kann ich mal Rosa kurz alleine sprechen? Ja, natürlich. Komm, Maria, wir gehen. Thank you.
fehlst mir. Hör auf. Was hast du denn auf einmal? Ich kann das nicht mehr. Aber du wolltest doch eine eigene Wohnung, damit es einfacher ist, für uns zusammen zu sein. Das war doch überhaupt nicht der Grund. So hörte sich das aber immer an. Ich will mein eigenes Leben führen. So weit bist du noch lange nicht. Ich will nicht mehr mit dir schlafen. Ich will das nicht. Du dummes kleines Luder. Soll ich der Leitung mal erzählen, warum du hier liegst? Du bist gemein. Warum stellst du dich denn auch so an? Ohne mich kommst du doch gar nicht zurecht. Entschuldigung, ich habe meinen Mantel vergessen. Rosa, hast du geweint? Bei einer Therapie werden nun einmal Emotionen freigesetzt. Würden Sie uns bitte allein lassen? Papa noch im Hotel? Er kommt heute Nachmittag wieder mit. Ihr braucht ja nicht extra in Köln zu bleiben. Aber Junge, du bist unser Sohn. Wir hatten solche Angst, dass... Na, das ist ja nur Gott sei Dank vorbei. Wir sehen dich viel zu wenig in den letzten Jahren. Das ist nicht gut. Ich habe die ewigen Streitereien mit Papa satt. Du fehlst ihm. Sehr. Du bist sein einziger Sohn. Hier fühle ich mich wohl, Mama. Mit Peter. Das sowieso. Wie lange weißt du denn schon, dass du so bist? Seit ich 14 bin. Ich habe mir schon immer gedacht, dass du nicht normal bist. Mama! Ja, entschuldige, ich meine anders. Nun versteh doch. Ich kenne mich doch mit diesen modernen Dingen nicht so aus. Homosexualität gab's schon bei den alten Römern. Denk doch mal an Onkel Friedrich, hm? Ja, es tut mir leid, dass du es auf diesem Wege erfahren musstest. Wie hat Papa denn reagiert? Ich habe nichts gesagt. Ach, deswegen ist er noch nicht abgereist. Ach, Kind. Dein Vater hat dich wirklich lieb. Ja, aber auch nur, weil er nicht weiß, wie ich wirklich bin. Willst du es ihm sagen? Er muss es wissen. Das ist doch nicht nötig. Wie meinst du denn das? Na, du hast es doch die ganze Zeit verschwiegen. Da können wir es doch auch weiter so halten. Nein! Ach, die Papiere von Rosa González können fertig gemacht werden. Sie geht heute Nachmittag nach Hause. Schön. Mit diesem Herrn Radke stimmt was nicht. Wieso? Auf mich macht er einen positiven Eindruck. Rosa hat geweint, als ich gerade noch mal ins Zimmer kam, um meinen Mantel zu holen. Vielleicht hat er ihr ins Gewissen geredet. Martin, bist du hier? Marion. Hm? Frank ist da. Tut mir leid, ich habe mich etwas verspätet. Habt ihr es euch überlegt? Frank, ich entschuldige mich. Ich bin das letzte Mal etwas laut geworden. Schon gut. Lena ist uns ans Herz gewachsen, aber du bist natürlich der Vater. Ihr akzeptiert also, dass sie zu mir zieht? Wir möchten, dass sie bei uns bleibt. Warum habt ihr mich denn dann hierher gebeten?
Frank. Es geht doch nicht darum, was wir wollen oder was du willst. Im Grunde geht es darum, was Lena will. Es ist ihr Leben und sie ist alt genug, darüber selbst zu entscheiden. Fragen wir sie also, was sie will. Das finden wir auch. Gut. Rosa, wir wollten uns von dir verabschieden. Ich möchte noch mal kurz mit Rosa sprechen. Allein. Wir müssen weg. Ich habe gleich eine Besprechung. Passt es dir, wenn ich heute Abend vorbeikomme? Ich will aber früh ins Bett. Haben wir alles? Also würden Sie bitte draußen warten, bis Frau Birkenfeld mit Rosa gesprochen hat. Wenn Sie dadurch in Zeitnot geraten, wird Frau Birkenfeld Rosa schon nach Hause bringen. Ich rufe dann mal an, dass ich etwas später komme. Mach nicht zu lange, ich bin gleich zurück. Glaubst du denn wirklich, dass wir dich damals loswerden wollten? Ihr hattet keine Zeit für mich. Das ist nicht wahr, Rosa. Es ging dir schlecht, du brauchtest professionelle Hilfe. Ja, das sagen sie alle, wenn sie einen loswerden wollen. Hast du das von Herrn Radke? Er sagt, ich soll die Vergangenheit ruhen lassen. Aber du hast doch immer noch diese Albträume. Nicht mehr über die Sachen von früher. Wie oft hast du Therapie bei ihm? Jeden Tag. Und demnächst, wenn du alleine wohnst? Da geht's einfach weiter. Rosa, hast du eigentlich das Gefühl, dass diese Therapie gut ist für dich? Ich will aus dieser verdammten Klapsmühle raus und ohne Felix schaffe ich das nicht. Du solltest öfter nach Hause kommen. Du fehlst deiner Mutter. Hallo, Papa. Hallo, mein Liebling. Vitamine. Na, wie geht's dir denn heute? Du hast ihn doch heute Morgen noch gesehen. Weißt du, dass bei uns ein neues Krankenhaus eröffnet worden ist? Ja, das habe ich gelesen. Die brauchen da jetzt bestimmt noch Personal. Ich fühle mich sehr wohl hier. Wie kannst du das sagen? Nach dem, was passiert ist. Helmut. Was doch war. Ihr wimmelt's doch vor lauter Kriminellen. Bei uns wäre das nie passiert. Wer weiß. Hallo. Hallo. Störe ich? Na, natürlich nicht. Meine Mutter kennst du ja schon. Papa, das ist Peter Lenz. Das ist mein Vater. Ach, Sie sind also derjenige, der meinem Sohn geholfen hat. Rolf ist doch mein Freund. Helmut, sollten wir nicht gehen? Ja, guck mal, das wird doch viel zu viel für Rolf. Wir kommen nachher wieder vorbei. Du wolltest doch in die Stadt. Ja, ja, gut. Sie haben recht, Herr Lenz. Freundschaft ist ein hohes Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Du hast es ihnen also immer noch nicht gesagt. Sie reisen ja morgen wieder ab, Gott sei Dank. Ach, ist es besser, versteckt zu spielen? Ja, nun, du hast gut reden bei so einer Oma. Na, und du? Dir geht dieses geheimnisvolle Getue doch auch auf die Nerven. Ja, ich hab mir gedacht, ich meine, was macht das schon aus? Ich sehe sie doch sowieso nie. Du machst dir das Leben schwer, weil sie die Wahrheit nicht vertragen können? Rolf, wenn du schweigst, wird sich nie was ändern.
Das ist meine Meinung und davon gehe ich auch nicht ab, Frank. Was ist denn hier los? Grüß dich. Grüß dich. Wir wollten dich was fragen. Wir haben gestern miteinander gesprochen. Worüber denn? Ich möchte gerne, dass du zu mir ziehst. Nach Hamburg. Und ihr wollt das auch? Wir möchten natürlich gerne, dass du bei uns bleibst. Aber jetzt, wo ich wieder in Deutschland wohne, kann ich für dich sorgen. Wir sind der Meinung, dass du alt genug bist, darüber selbst zu entscheiden. Ich? Ich soll mich zwischen euch entscheiden. Oje, ich sehe schon, es hat wehgetan. Hm? Ganz toll. Kann ich Barbara hier bei dir lassen? Ich möchte sie nicht mit zum Schwimmunterricht nehmen. Aber ja, sicher. Du kannst Papa helfen. Geh dir mal zum Schreibtisch darüber, wir beiden. Hm? Ich fand's sehr schön heute Nacht. Das fand ich auch. Leni, ich brauche dich. Gerade jetzt. Wieso? Was ist denn? Das ist eine lange Geschichte. Willst du heute Abend mal vorbeikommen? Dann können wir in Ruhe darüber reden. Gerne. Fertig? Moment mal, Rosa. Herr Radke, ich werde den Verdacht nicht los, dass Sie Rosas Abhängigkeit ausnutzen. Das ist aber eine ganz üble Unterstellung. Es soll ja Therapeuten geben, die ein Verhältnis mit einer Patientin anfangen. So ein Blödsinn. Aber wenn Sie mir nicht glauben wollen, dann fragen Sie sie bitte selbst. Rosa, verlangt er von dir Dinge, die du nicht willst? Felix hat mir sehr geholfen. Mit der Therapie und dann mit der Wohnung. Ohne ihn hätte ich das alles nicht geschafft. Schöne Freunde sind das, die versuchen, unser Vertrauensverhältnis kaputt zu machen. Moment mal! Das war keine Antwort auf meine Frage. Hast du ein Verhältnis mit Herrn Radke? Nein. Er ist mein Therapeut. Lassen Sie sie in Ruhe. Sie machen ja alles kaputt, was ich mit Mühe aufgebaut habe. Also seien Sie bitte still, ja? Hast du Angst, dass du die Wohnung verlierst, wenn du nicht tust, was er sagt? Will er, dass du mit ihm schläfst? Jetzt ist aber langsam Schluss. Felix meint, das gehört zur Therapie. Ich soll meinen Körper lieben und lernen, was ein Mann gern mag. Also das wird Konsequenzen für ihn haben. Du brauchst ihn nicht mehr zu sehen, Rosa. Muss ich jetzt in diese Anstalt zurück? Nein. Vorläufig werden wir uns um dich kümmern. So, Schwester Barbara. Jetzt schauen wir uns mal ein Herz an. Siehst du? Ja. Entschuldige, Günther. Mein Auto springt nicht an. Willst du mit meinem fahren? Ja, gerne. Wo stehst du? Hinter dem Krankenhaus, direkt vor der Baustelle. Ja, Bach? Ja, Frau Mosch, in 5 Minuten komme ich rüber. In Ordnung. Tschüss. Entschuldigung, ich muss gleich zum Professor. Also hier, die Schlüssel. Danke. Tschüss. Komm, tschüss. Leni? Ja? Ich freue mich auf heute Abend. Ich mich auch. So, Schwester Barbara, nachher schauen wir uns einen Blinddarm an. Mhm. Ja? Wenn du hier rauskommst, kannst du dann gleich wieder arbeiten? Das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis ich mich wieder richtig bewegen kann. Na, dann komm mit nach Hause. Deine Mutter wird sich um dich kümmern. Ich bleibe lieber hier. Ja, aber du bist doch zu nichts imstande, Junge. Sagst du doch selbst. Ich könnte ihm schon helfen. Ach, sie müssen doch auch arbeiten. Deine Schwester würde dich gern mit dem Wagen abholen. Aber Helmut, wenn er doch nur lieber hier bleibt. Weißt du, wer regelmäßig nach dir fragt? Hm. Eva.
als Rolfs Jugendfreundin. Ach so. Sie ist auch ein paar Jahre weg gewesen und arbeitet jetzt wieder bei uns als Lehrerin. Rolf war in sie verliebt. Sie waren immer zusammen. Wir waren nur befreundet. Ja, 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 ja. Du solltest sie jetzt sehen. Sie ist eine wunderschöne Frau geworden. Und noch zu haben. Papa, jetzt hör doch auf. Ich will nicht zurück in dieses Kaff und auch nicht zu Eva. Ich verstehe dich nicht. Weil du nur das siehst, was du sehen willst. Ich bin ja nicht umsonst weggegangen. Ja. Wolltest das Abenteuer. Das hast du ja nur gehabt. Rolf braucht jetzt Ruhe. Ach Mama, jetzt hör doch endlich auf. Jetzt wird's mir aber langsam zu bunt. Papa, ich muss dir was sagen. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen müssen, aber ich bin schwul. Was? Soll das ein Witz sein? Das ist kein Witz. Peter ist mein Freund. Hängt weg! Sie Schweine, bitte. Widerlich. Professor, ich hab's hier gefunden. Ja, gut. Später. Na, mal wieder zu Besuch bei Papi. Schwester Barbara. Thank you.